Friedlander ist ein amerikanischer Fotograf, 87 Jahre alt und einer der Menschen, der die Fotografie als Kunstform erfunden hat. Lee Friedlander in the 60s appeared in the small art photography scene like a rush of inventiveness and newness. Of course, he assumed the tradition of the previous generation, that is Walker Evans, Robert Frank, but he followed the same way in order to break the traditional way of understanding the reality, to represent and to interpret the reality. Der Wiedererkennungswert von Lee Friedlander ist wahrscheinlich dieses zwinkernde Auge mit einem ganz stark durchstrukturierten Denken, was Fotografie sein kann. Social Landscape ist die Reflexion von Alltagsgegenständen in unserer Umgebung. Also ein Verkehrsschild, ein Hydrant, ein Auto, Ein Gegenstand auf der Straße wird so lange durchkomponiert aus unterschiedlichen Blickwinkeln, dass dieses Ding auch in 10 Minuten dann noch stehen könnte, aber der Bildausschnitt tatsächlich eine Komposition und ein Framing aus unserer Wahrnehmungswelt bedeutet. So, the important thing is not the moment, the important thing is the frame of the world. Well, with the self, he again broke all the rules of the tradition. Not only photography, it's like in the tradition of the history of art, we know this beautiful portrait of Durero or Rembrandt. Die sind eigentlich Porträts, die keine sind. Man sieht ihn auch oft überhaupt gar nicht. Meistens irgendwie Spiegelungen, meistens der eigene Schatten. Sind eigentlich fotografische Fehler und er baut die als Sujet ein, reflektiert darüber, was Fotografie ist. It's very clear that he avoids any kind of narcissism, like we used to see in the tradition of the selfies. In the show we can find different ways to approach to the American society during all this time, 6 decades continuously. So, for instance, in the series like American Monument, it's one of the most important photo book in the 20th century. Not any photographer will take a photo of a monument like this. Man denke irgendwie an so ein riesiges Monument, das die Amerikaner da in so einen Hügelzug reingeschlagen haben, nämlich die ganzen amerikanischen Präsidenten in Mount Rushmore. Und was fotografiert er? Er fotografiert eben nicht das eigentliche Monument, also diesen Berg, wo diese ganzen Köpfe sich abbilden, sondern er fotografiert eine Spiegelung eines Schaufensters, wo irgendwie die Leute dahinter stehen und mit der Kamera drauf gucken. Also er versucht quasi den Kontext dieser Monumente zu erfassen. Or even in one of his first series, like the Little Screen, where you can see how important the TV was in the American families, that is like another member of the family. In Amerika fängt es einfach viel früher an wie in Europa, dass der Teil der Gesellschaft wird. Nicht nur Informationstool, sondern das ist der Beginn quasi und der Übergang von einer schriftgeprägten, papiergeprägten Mediengesellschaft, wo man Magazine blättert, hin zu einer Gesellschaft, die nur noch in eine Glotze guckt. When he first time saw a Charlie Parker concert, he was like 16, he said, I understood that everything was possible. And the same he tried to do with the photography. Well, this in both ways. In one way, he has a very close relation with the musician. He loves jazz music, but at the same time, we can find some kind of connection between his work and the jazz music. The same freedom we can find in the improvisation, in the musician, we can find in the way he approached to the photography. Und manchmal ist man überrascht, ne, dass man ein Bild total interessant findet, wo man sagen würde, das ist eigentlich misslungen. Er schneidet Köpfe ab, er kommt selber im Bild vor, er baut sich als Spiegelung ein und das sind alles so Elemente, die quasi auch mit diesem musikalischen Element zu tun haben.
focus just in the person, in the workers, not in any kind of social problem. So in each project he's doing during the 70s and 80s, every time he's more focused on the worker, so each photo is always a close-up. Wenn man jetzt irgendwie sich überlegt, dass Menschen was mit in der Frühindustrie mit den Händen gemacht haben und dann auf einmal nur noch vor Bildschirmen sitzen, dann fängt er Mitte der 80er an, schon Serien zu machen, wo Leute irgendwo hingucken. Man weiß gar nicht, wo die hingucken, aber sie sitzen offensichtlich vor Bildschirmen. Und er versucht eben, diese Veränderung der Arbeitsverhältnisse in den Personen zu reflektieren. Many times his photograph need a second gaze, a second view. Es gibt eine Wand, da denkt man, oh, es ist doch ein Fleck hier auf dem Foto, irgendwie wieder ein Fotofehler. Aber es ist der Hinterkopf von jemandem mit schwarzen Haaren. Und in der Fotografie sieht es aber ganz eigenartig aus. Und so spielt er eben die ganze Zeit auch mit Unschärfen und Sujets, wo vollkommen unklar ist, was ist es eigentlich. But in a second view, you can discover and you can see how he play with the different form. We can find any erotism in this photograph. They are in the bedroom or in the sitting room in their own houses. So everything is in the frame of that photo is the, has the same importance. The model, the sofa, the carpet. It's not easy to discover because she was very young, but there is a photo of Madonna and there is a nice story about, because when he took the photograph, Madonna, it was nothing. She didn't have any career. She was very young. But many years later, he went with Maria, his wife, to the cinema. He said, well, I think I took a photograph of this artist. So he spoke about that with his lawyer, and they sold that photograph to a magazine, and he got a lot of money. So he said that thanks to Madonna, he could pay the university of his children.